Ja, und damit recht herzlich willkommen hier bei Tom Clancy's The Division mit mir, dem Oremus. Und ja, wir werden jetzt direkt weitermachen. Ja, passt. Direkt weitermachen und mal schauen, was denn noch so kommen mag. Ah, Hilfe. Das bedeutet mir sehr viel. Ah, und wieder nur Schuhe. Ich brauche oder ich will einen Waffenskin. Sie geben mir langsam zu tun, dass sie noch... Ah. Langsam geht mir die Bande auf den Sack. Dein schlimmster Albtraum. Wir haben ihn! Auf geht's, Kohle! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Zeigt mir, was ihr könnt! Was ist das? Ein guter Tag zum Sterben, Wichser! Der Sterbe kommt davon! Ach, wir machen sie auf die gute alte hergebrachte Weise. Yeah. Jetzt bist du eine Handgranate. Allein dafür hast du mir... toll, drüber geworfen. So. Das war Numero Uno. So, zwei erledigt. Ja, Mann, mal das hier. Ja, Mann. In Deckung. Hey, Versuchsmate, schaltet sie aus. Genau, bewerft euch selbst mit Granaten. Finde ich immer sehr sympathisch. Ah, selbst umgebracht. Hier, ja, für dich. Du hast das Glück, du darfst meine Schrotflinte spüren. Werfe Granate! Was soll das? So, noch wer, der hier was auf den Sack will. Ja, ein gepanzerter. Boah, mit Maschinenkanone, mit schwerer Maschinenkanone. Das wird nicht lustig. Das wird ein leichter Sieg. Du Arschloch. Ja, friss das. Hässliche Kampfsocke. Auch wenn du dich versteckst, du wirst trotzdem sterben. Ich den Scheiß! Mit dir sind wir noch nicht fertig. Leute, ja. Komm! Nein, nein, nein! Doppel, komm! Ah, oh, wieso hat er das gerade nicht gemacht, dieser Arsch? Toll, keine Muni mehr. Erledigt, Arschloch. Er soll eine Lehre sein. Der war schon als Kind ein übler Bursche. Hat Rentnern im Tabakladen die Lotteriescheine aus der Tasche geklaut. Das tut er jetzt nicht mehr. Jetzt hat er ein Loch im Kopf. Jetzt kann er Rentnern im Himmel die Lotteriescheine klauen. Das ahndet Gott. Ah, Munikiste, sehr gut. Habe ich es doch gewusst. Bitte nur gehofft.
Ja, dann würde ich sagen, direkt weiter zum letzten auf der Aufträge. Und zwar dahin. Damals in 2009 ist in der ganzen Gegend das Handynetz ausgefallen, weil eine Bande Jugendlicher aus Kips Bay gekommen ist und ein paar Sneakers auf den Mobilfunkmast geworfen hat. Ich weiß, die guten Schuhe. Aber jetzt haben wir hier einen, der dasselbe macht. Naja, nicht mit Schuhen, aber sie pfuschen an der Sendeanlage rum. Das können wir nicht zulassen. Nicht hier bei uns. Ja, nicht hier bei uns. Wir werden ihm auf die Fresse hauen. Nimm ihn in die Obertrommel. Du bist schlicht tot von uns beiden. Oh. Wir brauchen hier einen. Oh doch. Da ist ein Name-Mob. Komm, Rikers, geht auf ihn drauf. Nicht auf mich, ihr Arschgeigen. Mal schauen, wo ist der Ball? So, erstens erwischt. Erster Tank erwischt, jetzt die Tasche. Tasche erwischt und jetzt der Tank. Genau, komm, näher dich den Scharfschützen. Fackeln sie ab. Jetzt bist du dran, mein Hübscher. Verzeihung. Verzeihung. Oh. Muss nicht genossen. Rettet euch den Arsch und ihr dankt einem Nahenkanada. Scheiße, wie machen Sie das? Ich feuere so lange drauf, bis es nicht mehr bewegt. Was für ein Nebel hier schon wieder. Also das Wetter in dem Spiel ist das Schlimmste in dem ganzen Spiel. Du hast hier ständig beschissenes Wetter. Oh. Ja, wieder mal Cleaners gegen Striker. Oh, Grafik. Grafikfehler. Noch einen Treffer und ich treffe. So. Oh, da brauchen wir von uns welche Hilfe. So, ich mache auch keine Gefangenen. Ich hoffe, euch geht's gut. Immer doch. Na, Halleluja. Hier, das ist immer die Müllhalter. Oh, den hat es wahrscheinlich aus dem Fenster. Der hat entweder erst gesprungen oder er wurde gestoßen. Aber da wir nicht Law and Order sind, ist uns das recht egal. Hm, da ist eine kontaminierte Zone. Oh, wow, China. Nein, ein Tote. Ich habe mich gehört. Das waren nur Tote.
eine Straßenzug weiter. Davon ist eine Akte. Eine Akte, 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 Akte. Die holen wir uns gleich mal mit. Wie hält sich das Stromnetz? Das Netz ist okay. Wir haben zurzeit einen deutlich verringerten Stromverbrauch. Beim Trinkwasser sieht die Sache schon ganz anders aus. Und wie kommt das? Weil wir eine gebrochene Hauptwasserleitung in der Stadt haben. Also sind wir auf Wassertürme und das beschränkt, was bereits durchgepumpt wurde. Das reicht nicht lange. Und für die Reparatur würden wir eine Woche und Ausrüstung brauchen, die wir nicht haben. Wir haben auch keine Woche. Die Vorräte gehen bereits zur Neige. Krankenhäuser sind überlastet. Und wenn wir kein sauberes Trinkwasser haben, wird es zu vielen sekundären Ausbrüchen kommen. Das ganze System steht unter viel zu hohem Druck. Glauben Sie, das wüsste ich nicht? Mein halbes Team ist krank und ich habe weder Ausrüstung noch Benzin. Beschaffen Sie mir Hilfe, sonst kann ich nichts tun. Ja, mal sehen, was ich tun kann. Ja, das halbe Team ist dem Tod nah. Was Sie jetzt zwar noch nicht wissen, aber das wissen wir ja. Denn wir reden hier von keiner normalen Seuche. Wir reden von den Pocken. Von einem genmanipulierten Pockenstamm. Sehr resistent, sehr schnell, sehr bösartig. Also nur das war... Finger weg! Machst du jetzt einen auf Sniper King? So. Jetzt nicht mehr. Arschloch. Also schon mal eine Antenne wieder herstellen. Da oben hin, okay. Da komme ich nicht hoch. Nein, so weit kann ich nicht springen. Ich bin zwar gut, aber nicht so gut. Die große Preisrate. Ah, hier runter. Und hier. Einmal rum, einmal rüber. Und wir bügeln richtig drüber. Schlecht gereimt, gut gekonnt. Nee, hier geht's mal nicht rein. Ah, ich sehe. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Und Strom ist ja da. Sie haben es wohl geschafft. Ich höre Sie laut und deutlich. Hey, könnten Sie sich als nächstes um die Müllabfuhr kümmern? Nein. Schon gut, vergessen Sie es. Ah, und schon habe ich wieder alles, was hier ist. Sehe ich jetzt. Werde ich mir vielleicht wert irgendwann mal jetzt mal die Mühe machen. Entweder mit Aufnahme oder ohne und dann einfach mal abspielen. Ich vermute eher ohne und dann einfach mal alles durchklicken in dem Spezialvideo. Na endlich. Laut Aufzeichnung. Also, der Kerl, der den Supermarkt an der Ecke führt, lässt Ihnen seinen Dank ausrichten. Und das gilt für alle, mit denen ich geredet habe. Und ich rede mit jedem, ja? Sie sind echt ein Engel. Man wird hier noch in vielen Jahren von Ihnen sprechen. Und ich auch, wenn mein Herz so lange durchhält. Hey! Diese Preise sind nicht zu schlagen. Egal, wonach Sie suchen, ich hab's. Alles gut. Abgezogen. Das Stromnetz bricht immer wieder zusammen. Einfach so. Ein
einfach so. Was ich damit sagen will? Ich will sagen, ihr seid wie ich. Ihr habt euch die ganze Zeit gesagt, dass jenseits dieses Chaos die übrige Welt auf euch wartet. Aber das ist genau der Punkt. Was, wenn nicht? Ja, das ist eine echt gute Frage. Das muss man dann doch mal so stehen lassen. Kann ich wieder das ausbauen oder nein? Natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen. Das heißt, wir werden jetzt nach dort geschickt. Ja, nach dort. Und da ist auch schon das nächste. Ah ne, das ist so ein kleiner Auftrag. Okay. Wo ist denn hier das Safe? Ah, Safe ist ja am Arsch der Welt. Tolle Wurst, tolle Wurst. Ja, da müssen wir laufen. Damit haben wir schon mal den Teil von New York platt. Das ist schon mal gut. Wird, ob ich alle Achievements so einsammle, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich vermute es mal. Ich werde es offline machen, einfach mal alles abrennen und dann einfach mal ein paar Special-Folgen machen, wo ich alles nacheinander abspiele. Also für jedes, ja, nehmen wir es mal Buch, eine eigene Folge. Nach fairen Preisen, guten Angeboten und einem echt sexy Mädel. Moment mal. Ich wette, ich habe alles, was Sie brauchen. Nee, das glaube ich nicht. Wo ist es? Da ist es. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Ja, ich weiß. Ist auch ganz gut so. Denn sicher ist langweilig. Man braucht Action im Leben. Man muss dem Tod trotzen. Oh, das ist immer süß. Hund hat was im Auto gefunden. So, jetzt aber. Ein paar Cleaner erledigt. Nein, sorry. Ich mache mir manchmal selbst auch Angst, aber das ist was anderes. Das Grab. Wir marschieren jetzt weiter in die nächsten Gebiete von New York. Mal schauen, was da so abgehen wird, geht, wie auch immer. Auf jeden Fall auf der Seite haben wir überall Black Zone. Hoch ansteckende Quarantänezone. Nächster Bereich. Okay, Verbündete. Ja, ich weiß, ich bin an einer Quest vorbeigelaufen, hätte ich aber runtergemusst. Und ich will immer safe aus. Safen. Kann man so sagen, zumindest. Hübsches kleines Safe House. Ach, hier drüben lang. Ja. Ah.
Oh, diesmal sogar nach oben. Oh, edel. Edel geht die Welt zugrunde. Haufenweise Fahrräder. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Sie wollen's, ich hab's. Naja, nö. Schade, hast nichts von dem gefunden haben. Okay, so sieht's aus. Früher haben meine Jungs und ich dafür gesorgt, dass hier in der Gegend alles glatt läuft. Aber die Hälfte meiner Jungs ist tot. Vic hat sich diesen Cleaners angeschlossen und alles geht den Bach runter. Sie müssen einspringen, denn im Moment kann ich nichts tun. Okay. Na gut, ich hätte mir den Cleaner, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich auch den Cleaner. Also wenn man sich so ein Wahl, wenn so einen, ich nenne es mal, Gruppierungssystem gemacht, hätte ich mir auch den Cleaner angeschlossen. Ach, die handeln einfach nach meiner Meinung. Man muss was ausbrennen. So ein bisschen extrem, aber. Aber sie haben zumindest so gehandelt, dass es Leben schützt. Zumindest, dass es die einen Leben schützt. Ja. Was wichtig ist, eben die eine Seuche auszubrennen. Toll, haufenweise grüne, ein blauer, zwei gelbe. Ach, Mann. Ich brauche andere Sachen als Ausrüstung. Lasst ihn los! Er hat euch nicht. Nehmen wir das erstmal. Waffe. Was zum Henker? Mit der Waffe tot geprügelt, alter Schwede. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo seid ihr denn, meine Gutzen? Weiter vorrücken, dann holen wir uns den Sniper. Jetzt, Junge. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Yeah, voll reingerannt. Arschloch. So, holen wir die Geiseln raus. Ah, hier oben sind die Geiseln. Zivilisten sind sicher. Moin.
So, erledigt. Ja, die Riker kennen keine Gnade, ich kenne genauso keine Gnade. Irgendwie ist hier schon wieder der Backwurm unterwegs, ist mir aber recht egal, denn ich kann mich auch so orientieren. Dann ziehen wir weiter durch die Straßen von Manhattan. Park, okay. Scheiße, diese Idioten hatten Fernseher im Badezimmer, in beiden. Automatische Toiletten mit Knöpfen und allem drum und dran. Eine Maschine zum Arsch abwischen, das ist doch nicht normal, Mann. Die werde ich gleich mal ausprobieren. Bin's leid, mir den Arsch selbst abzuwischen. Gestern waren wir in der Bude von so einem Kunstsammler. Scheiße, war wie in einem Museum. So ein Picasso an der Wand. Völlig kaputte Fressen. Wie die von Billy Dee. Dieser hässliche Typ. Erinnerst du dich an den noch? Ja. Gefällt dir so ein Kram? Mann, der Scheiß ist hässlich, Alter. Ich hab's mit dem Messer zerfetzt. Aber den Schnaps hab ich mitgenommen. Trink nicht alles allein. Gib mir gefälligst was ab. Wenn du nicht kooperierst, nehmen wir uns deine Familie vor. Okay. Verpasst ihn, den Kugel! Er ist da drüben! Verschafft euch den Speck! Er ist getroffen! Ja. Die werden deiner Familie nichts mehr antun. Denn diese Herren sind tot und hier ist schon wieder Grafik im Backen. Aha. Naja. Schauen wir nach unten. Noch weiter nach unten. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Willst du uns ausnehmen? Oh, der wollte mir doch helfen. So. Markieren und weg damit. JTF-Verstärkung angefordert. Hübsches kleines Diner. Warnung, Gegner nähern sich. Hübsches Warnung, kleines Diner. Kräfte nähern sich. Alarm, Schneidvorrichtung wurde entdeckt. Nein, du bist tot. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Das mache ich. Toll. Kräfte nähern sich. Alarm. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Ich bin mir da auch voll in die Kugel reingerannt, das muss ich mal so sagen. Die war jetzt gerade nicht auf meiner Abschussliste. Zumindest nicht so weit oben. Sie hätte es doch definitiv auch auf die Abschussliste geschafft. Aber du warst nicht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Fuck. Ich hörte nur. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security. Das sind noch einen orangen, einen blauen. Habe ich sowas noch? Einen blauen habe ich da und da einen orangen. Dann mache ich das noch zum Abschluss. Wobei, ne, wir haben ja schon wieder Feierabend.
Dann sage ich, machen wir an der Stelle Feierabend hier mit Tom Clancy's The Division und mir dem Oro. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.